Unsere Lösung heißt Dragon Medical Code Guidance. Im Prinzip müsste sie Code Finder heißen, weil das ist es, was sie tut. Sie findet einen Code. Welchen Code? Den Code für die Operationen, die heißen in Deutschland abgekürzt OPS, Operationen und Prozedurenschlüssel. Was bedeutet das für den Operateur, für die Operateurin? Einen enormen Zeitgewinn. Wie wird das momentan gemacht? Die Operation wird verschlüsselt mit dem OPS-Code. Dieser wird nachgeschlagen, entweder händisch in einem OPS-Verzeichnis, das ist ein 800 Seiten dicker Katalog, oder aber in elektronischen Softwarelösungen, die die Operateurin oder der Operateur außerhalb des OP-Programms aufmachen muss, dort nachschlagen muss. Es ist sehr aufwendig, sie gehen da Verzweigungen ab und das dauert zum Teil, je nach Komplexität der Operation, wenn Sie nicht nur einen OPS-Code haben, sondern vielleicht auch mehrere Minuten. Unser System verkürzt diesen Suchvorgang auf wenige Millisekunden. Und zwar in dem Moment, wenn der OP-Bericht mit Dragon Medical One diktiert wird, wird einfach ein Klick ausgeführt und der dazugehörige OPS-Code zu dieser Operation erscheint in einem separaten Fenster. Also ein enormer Zeitgewinn, und wenn es einen Ort gibt im Krankenhaus, bei dem Zeit ist Geld eine Rolle spielt, dann ist es der OP. Dragon Medical Code Guidance ist für alle interessant, die Interventionen machen. Also nicht nur für Chirurgen, nicht nur für Interventionalisten wie Kardiologen, sondern jeder, der Eingriffe macht, muss diesen Eingriff kodieren. Und jeder Dragon Medical One Anwender kann dieses Feature benutzen.